Nachdem die Reichlin Partner Werbeagentur sehr erfolgreich ist, haben wir uns vorgenommen, unseren Erfolg zu teilen. Vor allem mit jenen, die wirklich Bedarf haben, sind für uns Kinder. Und deshalb haben wir eine eigene Privatstiftung auch dafür gegründet. Stones for Life ist im Jahr 2007 entstanden. Wir haben in Malawi unser Child Care Center gebaut. Muss man sich vorstellen, wir haben selber Ziegel dort gebrannt, die Bauleitung übernommen und es steht wirklich ein tolles Haus dort. Und die Kinder haben uns als Dankeschön Steine bemalt. Und diese Steine, die waren für mich so ergreifend, die haben wir dann auch mit nach Österreich genommen und an unsere besten Kunden verschenkt. Und so ist Stones for Life entstanden. Das Feedback unserer Kunden war sehr überraschend. Man bekommt nicht jeden Tag einen Stein geschenkt. Die Kunden haben das aber sehr, sehr geschätzt, weil ja jeder auch gewusst hat, was hinter diesen Steinen steckt und welche Schicksale damit verbunden sind. Und es war für uns so bestärkend, dass wir unsere Stiftung dann Stones for Life genannt haben. Ein Kunde der Agentur ist Anton Stumpf, der Geschäftsführer von Holland Blumenmark. Gemeinsam mit Rainer Reichel besucht er heute den Liveball. Für das größte AIDS-Charity-Event der Welt kreierte er die Liveball-Rose, eine Blume mit Spendencharakter. Die Wahl ist aus einem ganz blitzschnellen Dialog beim letzten Liveball auf die Rose gefallen, als ich vom Gary Kessler hörte, Erde ist das Thema. Erde, Rose, Holland Blumenmark, so war das. Hat es bei Ihnen gleich geklingelt, oder? Ja, da hat es gleich geklingelt und Rainer Reichel und seine Gruppe hat das Programm entwickelt und wir werden auch nächstes Jahr weiter tun mit solchen Programmen, das ist für uns ganz wichtig. Wir haben eine Riesenfreude mit dieser Liveball-Rose. Sie wurde bisher sehr erfolgreich verkauft und es kommt auch ein riesiger Betrag hier für die AIDS-Hilfe zustande und das macht eine Riesenfreude, wenn man so einen Kunden hat, der so ein Konzept auch umsetzen kann. Weitere Gäste des Abends sind diese jungen Damen. Sie leben in Südafrika und haben für den heutigen Liveball das allererste Mal das Land verlassen. Sie verbindet zwei Tatsachen. Die Frauen sind alle mit dem HIV-Virus infiziert und sie sind Teil der Community Yabonga, ein Projekt, das von Reichel und Partner unterstützt wird. The Yabonga Project supports women and children and youth living with. Yabonga unterstützt Frauen und Kinder in Kapstadt, die an HIV erkrankt sind. Man hilft benachteiligten Gemeinschaften, in denen Armut ein großes Problem ist. What we do is we support those who are living with HIV. Every day I wake up going to work. Nandifa steht jeden Morgen auf, um Frauen, die HIV haben, zu ermutigen. Auch jene, die noch nichts von ihrer Krankheit wissen. Nandifa weiß seit 2003, dass sie HIV-positiv ist. Sie erklärt, dass Männer aus Bequemlichkeit keine Kondome nehmen. Sie ermutigt Frauen, stark zu sein und jedes Mal Kondome zu verwenden. Nandifa glaubt, dass sie von ihrem Mann angesteckt wurde, dass sie ihn nie betrogen hat. I was not cheating on him. They support me. With food. Esetu wird von Yabonga mit Essen unterstützt. Es ist ihr Zuhause, ihre Familie. Ohne Yabonga wäre sie wohl nicht mehr auf der Welt. Esetu hatte sogar schon öfter Selbstmordgedanken, da sie sich schuldig fühlte und sich Vorwürfe machte. But I shouldn't blame myself. Wir wollen gar nicht so das Thema AIDS und HIV in der Schulszene sehen, sondern weltweit sind 90% Kinder und Frauen betroffen und nur ein kleiner Anteil sind eigentlich Homosexuelle. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das rauskommt. Findet das Projekt Yabonga seine Fortsetzung. Rainer Reichel findet in Fritjof Bergmann den perfekten Gesprächspartner in dieser Angelegenheit.
Der Philosoph ist Verfasser von Publikationen über ökonomische, politische und kulturelle Themen. Er berät neben Regierungen, Firmen, Gewerkschaften und Kommunen auch Jugendliche und Obdachlose in Fragen der Zukunft und der Arbeit. Heute wird über das Projekt der vertikalen Gärten in Südafrika diskutiert. Das Erstaunliche ist, dass wir Türme machen, Türme, aus denen Krautköpfe herauswachsen, Türme, aus denen Tomaten herauswachsen, Türme, aus denen Bohnen und Erbsen herauswachsen. Auch in den Schlamms, in denen nur ganz wenig Grund und Boden vorhanden ist. Und wir arbeiten in der Richtung, dass die Menschen zu einem großen Teil mit diesen Containern, mit diesen Behältern, mit diesen Tonnen, aus denen aus allen Ecken und Enden und oben unten was herauswächst, sich ihre eigene Nahrung erzeugen können. Und ganz besonders betont dabei ist, dass Reichel und Partner mit Kindern besonders arbeitet. Besonders konzentriert ist auf Kinder, die von Geburt ab schon AIDS haben. Und die brauchen Vitamine. Und ich habe besucht einen Kindergarten. Und die Kinder waren gerade dabei, die Suppe zu essen. Und die Suppe hat wirklich absolut scheußlich geschmeckt. Also die Suppe hat irgendwo in einer größeren Entfernung Haferflocken mal gesehen. Aber da waren auch nur ganz wenig Haferflocken drinnen und sonst hat es wirklich nach gar nichts geschmeckt. Und dieser Löffel voll Suppe, den ich gegessen habe, zwar nicht ein Blick von einem Kind, aber die Kinder haben mir zugeschaut. Der hat mich davon überzeugt. Also da müssen Tomaten hinein in diese Suppe. Ich bin schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass man von Zeit zu Zeit ganz ungewöhnliche Menschen kennenlernt. Und der Herr Rainer Reichel ist absolut ein ganz ungewöhnlicher Mensch. Und genauso ungewöhnlich sind auch die sozialen Projekte. Ob nun in Linz, in Wien oder auch im fernen Afrika. Alright, alright.